zusammen habt ihr es gehört. Ich habe euch ein bisschen von der Atmosphäre in den paar letzten Minuten hier auf dem Weiler eingeblendet. Was für eine Stimmung wir hatten. 5-4 Endresultat. Die Young Boys gewinnen 5-4. Sie haben 3-0 geführt. Der FC Zürich macht das clever, macht das gut, holt wieder auf. Die Young Boys gehen nachher. Zürich wird besser, statt 3-3. Die Young Boys wechseln nach dem dritten Goal, statt 4-3. Zürich immer noch besser drückt. Es gibt das 4-4. Es gibt zweimal fast das 5-4 für Zürich. Dann aber die Lösung der 94. Minute hat den Riesen per Kopf. Und statt 5-4. Unglaublich. Wir haben jetzt für euch die Stimmen eingefangen von der Stefanie Weber, von der Lydia Andrade und von der Nadine Riesen, wie auch vom Trainer von den Young Boys, vom Charles Grüter. Was für ein Match zum ersten Spieltag von der Women's Super League abschließen. Frau Weber, ich fühle mich so ein bisschen wie ein stolzer Stiefvater fast. Ich habe gesehen, wie sie sich verletzt haben bei einer super Saison. Da habe ich gesehen, wie sie zum ersten Mal seit der Verletzung wieder ein Goal schießt und jetzt heute das erste Pflichtspiel seit dieser Verletzung und gerade erst mal bei ihr und das Goal. Ich konnte nicht anders können, als ein bisschen aufschreien für sie. Wie hat sich das angefühlt? Ja, ich habe mich wirklich mega, mega gefreut und ich konnte es selber nicht glauben. Und ich bin einfach wirklich stolz auf das Team und auf alles. Und es ist einfach unbeschreiblich, das Spiel. Gegen Schluss, wo wir dann noch das 4-4 haben gemacht und dann noch das 5-4 und haben dann gewonnen. Und es ist einfach wirklich unbeschreiblich. Genau, sie sind nebenzu und ihr Team führt 3-0. Wahrscheinlich glücklich, dann sehen sie es 3-3 und dann heisst es, du gehst das schnell richten. Wie hat man sich so angefühlt dort an dieser Seitenlinie? So, ja, jetzt steht es und fällt es ein bisschen mit mir. Ja, ich einfach gedacht, ich muss einfach mein Bestes geben und einfach der Mannschaft helfen. Und dann habe ich jetzt 4-3 geschossen und es war wirklich einfach Hammer gewesen. Aber es war gleich noch eine harte Viertelstunde gewesen, he? Und dann geht es noch das 4-4. Zürich knapp dran zum 5-4. Ihr möchtet das 5-4. Wie ist die Schlussphase? Hat man da überhaupt noch gedacht oder nur noch reagiert? Ich glaube, wir haben bis zum Schluss wirklich gedacht, dass wir das Spiel noch gewinnen könnten. Und dann macht Nadine noch das 5-4. Und dann ja, war es wirklich unbeschreiblich, wie wir alle zusammen das Goal gefeiert haben. Und dann, als es fertig war, haben wir dann einfach gewonnen. Und das ist einfach wirklich Hammer. Nach einer schwierigen Zeit, jetzt wieder für Sie Zeit zum Fußballspielen, wieder gesund sein. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison? Wir dürfen nicht vergessen, in der letzten regulären Saison sind Sie die Topscorerin von den Young Boys. Ja, also ich denke, man muss immer als erstes Team nehmen und ich denke, wir werden eine gute Saison spielen. Wir haben ein gutes Team, wir haben wirklich starke Spielerinnen und wir müssen einfach das Beste daraus holen. Frau Andrade, ich verstehe, dass Sie kurz haben müssen unter die Dusche hüpfen, mein Herz. Ich bin in die Schweiz gekommen. 5-4, was war das für ein Match? Ja. Athena muss es noch besser sein, oder? Ja, es war ein schwieriges Spiel am Anfang. In den ersten 15 Minuten sind wir, würde ich mal sagen, besser gewesen. Und nach dem Penalty sind wir zusammengeknickt. Und nachher eben am Schluss, schade, es passiert noch das 5-4. Ja, abhacken und weiter geht's. Sie sagen das eben. Zürich am Anfang besseres Spiel gekommen. Saskia Bürki rettet dort recht wichtig. Nachher gibt es die 3 Goal. Ihr seid ein bisschen auseinander, aber ich habe das Gefühl, bis zur Pause wieder ein bisschen die bessere Mannschaft. Die zweite Halbzeit ganz klar die bessere Mannschaft. Wie ist zuerst wieder Motivation kommt, um die 3 Goal zu schießen und warum hat es dann wieder geknickt? Wir hatten ein klares Ziel, wir sind hierher gekommen und wussten, wir wollen die 3 Punkte holen, aber klar, ist jetzt halt nicht so der Fall gewesen, aber eben, wir wissen, wir können es besser und darum ist auch die zweite Halbzeit besser gewesen. Nach dem 4-3 habe ich das Gefühl, hat auch fast nur noch Zürich gespielt. Ihr habt gedrückt, macht das 4-4. Sind noch am 5-4 gesehen. Was geht dort in der Spielerin vor sich? Spielt man da noch? Ist man eigentlich nur noch am Reagieren, Ball abfahren, schießen? Was passiert? Klar, es war schon ein kleiner Druck da, ist da gewesen. Aber eben in dem Moment muss man einfach gut wissen, wie reagieren. Ruhig bleiben, ruhig spielen, sichere Bälle. Und ja. Jetzt für Sie muss es natürlich ganz speziell sein. Sie haben eine Soßenverteidigerin spielen. Sie stürmen eigentlich gerne, schießen lieber selber Goal. Wie fest muss man sich zurückhalten, um nicht immer die ganze Länge gehen und versuchen, ein Goal zu schießen? Ich spiele meistens hinten und auch vorne. Also für mich spielt es eigentlich keine Rolle. Ich weiß, ich kenne meinen Job und ja, darum war es eigentlich nicht so speziell gewesen. Wie tun ihr jetzt die Niederlage, die in den letzten Minuten noch passiert, abtun? Ist das eine Betriebstemperatur oder ist das jetzt schon mal schmerzhaft fürs Erste?
Es ist das erste Spiel, klar ist es ein bisschen schmerzhaft, aber wir wissen genau, was wir können. Wir kennen unsere Qualitäten und eben ja, abhaken. Morgen geht es weiter, neue Woche und nächste Woche zeigen wir dann, was wir können. Es wird jetzt herzig, eine Woche, englische Woche noch dazwischen, drei Spieltage. Was sehen Sie voraus? Was werden wir für ein Zürich sehen? Ja, es ist, wird sicher intensiv, aber wir arbeiten daran. Wir schauen von Tag zu Tag, Training zu Training und ja. Und nehmen das Spiel dann auch ernst. Ja. Frau Riesen, ich glaube, heute fühlen Sie sich so Mama entsprechend riesig nach dem Goal, oder? Ja, also ich glaube, es ist mehr eine riesige Teamleistung als das Goal. Ich glaube, so wie wir kämpfen, hat es nachher schlussendlich ausgemacht, dass wir noch gewinnen können und somit das 5 Jahre nicht können machen. Das ist natürlich gute Ostschweizer Bescheidenheit. Und wir haben gesehen, Sie haben einen guten Match hingelegt. Wegen dem werden Sie ja nicht ausgewechselt. Sie holen den Penalty raus. Sie haben einen guten Match gezeigt. Vielleicht hat es 2-3 Mal müssen mehr aufs Goal schießen und nicht querlegen. Aber das sind Details. Was bedeutet für Sie jetzt die neue Saison? Ja, sicher mal einen neuen Start, so, dass wir allen zeigen können, dass wir es können. Und dass wir jetzt nicht mehr hinten mitkämpfen, sondern einfach vorne an der Spitze dabei sind. Und genau mit so einem Spiel eigentlich starten und zeigen, ja, wir sind da. Versuchen wir das Spiel trotzdem auseinanderzunehmen. Sie fallen dort, werden klar gefallen, meiner Meinung nach. Es geht 1-0, 2-0, 3-0 in kurzer Zeit. Was passiert mit Ihrem Team, dass ihr dann zur Pause ein bisschen nachlässt und dann in der zweiten Hälfte euch den Sonnen holen lässt? Ja, vielleicht haben wir ihnen noch ein viel Platz gelassen. So, es waren 2-3 Weitschüsse auch gewesen. Und da darf man halt einfach nicht zulassen. Aber ich finde, sonst vor allem im 16er sind wir recht aggressiv gewesen und haben es auch nicht zum Ball gehen lassen. Ich finde einfach die Weitschüsse, die wir nicht zulassen dürfen. Nachher gibt es 3-3, das Team findet sich wieder. Was war der Schlüssel gewesen, um sich, gut, gerade das Goal von der Steffi, aber auch sonst, ihr habt euch nach dem 3-3 wieder gefunden, wieder gut gespielt für 20 Minuten. Was ist dort passiert, was vorher nicht passiert ist? Wir haben einfach gewinnen, wir haben gekämpft bis zum Schluss und wir haben gemerkt, jeder ist für jeden gegangen bis zum Schluss und das ist einfach das, was ausgemacht hat. Dann geht das 4-4. Was passiert in den letzten 6 Minuten? Habt ihr da überhaupt noch gespielt oder einfach reagiert? Was geht so in der Spielerin vor? Ja, machen das Goal noch. Ganz einfach, wir haben so gekämpft, wir sind 3-0 voraus gewesen und da willst du einfach nicht mehr aufgeben. So willst du einfach noch das 5 Jahre machen. So startet man gerne in eine neue Saison. Nehme ich auch. Also gut, 4 Goal nicht unbedingt, aber mit diesen 5 und mit dem Sieg, was sehen Sie jetzt voraus für die nächsten Spieltage? Ja, einfach so weitermachen, so weiterarbeiten. Einfach wieder eben keine 4 Goal bekommen, sondern wieder viel Goal machen und viel weniger bekommen. Herr Grüter, ich habe schon zu Ihrem Staff gesagt, ich bin ein bisschen zu schwer im Moment für so viele Herzkasper, die Ihr mir hier gegeben habt. 5-4, was haben Sie zu sagen zu diesem Match, das erste Mal global? Also ja, ich muss sagen, für 5 Franken Eintritt, so ein Spiel gesehen von beiden Mannschaften, muss ich sagen, da kann man nicht viel dazu sagen. Es war also ein offener Schlagabtausch, wobei wir die erste Halbzeit sensationell gespielt haben, in meinen Augen. Und dann sind wir mit unerklärlicher Weise so ein kleines Trudeln reingekommen. Aber wir haben das gesagt, wir wollen gönnen. Wir wollen das Spiel nach vorne machen, wir haben nicht aufgegeben. Der Wechsel, den ich auch gemacht habe, nochmal einen Stürmer gebracht für Courtney. Und das ist belohnt worden heute. Ja genau, gehen wir doch das in Etappen durch. Es fängt an mit einem 3-0-Führung. Die darf man nicht aus der Hand geben. Warum werdet ihr dort ungenauer? Ja, ich glaube, wir haben plötzlich wieder Angst vor der Angst gehabt. Und Angst hemmt ja bekanntlich, oder? Und die Spielerinnen sind es einfach nicht gewöhnt, dass sie mit dem umgehen können. Und dann, ja, ist es halt ein bisschen schwierig geworden, oder? Und darum ist Daira oder Marilena Wittmer halt sehr wichtig, dass sie da mit dem den Karren wieder führen können. Und das hat man dann mit der zweiten Halbzeit wieder gemerkt, dass die nachher wieder auftrumpfen haben. Und gleich hat es bis zum 3-3 gebraucht, dass die Fehler sich wieder rausgemerzt haben. Man darf nicht immer so im Extrem leben, aber sie können von Glück, also super Händchen, bringt Stefanie Weber mit dem ersten Ballberührung statt wieder 4-3. Das ist wahrscheinlich die Vorentscheidung, so ein bisschen, dass ihr immer noch eins drauflegen könnt, oder? Ja, ich denke, sie haben wieder daran geglaubt, dass es jetzt gleich gepackt werden kann. Und das war auch schon eine Vorentscheidung. Ja. Wenn wir jetzt dann gleich schauen, es steht gleich noch 4-4 am Schluss, hat auch ein bisschen Glück mitgespielt. Absolut. So wie wir gegen Basel letzte Saison 3-2 in 90 Minuten verloren haben, haben wir jetzt halt mal das Glück auf unserer Seite gehabt. Aber wir haben hart daran gearbeitet. Mit uns haben wir jetzt nicht so gerechnet, alle zusammen in der Liga. Wir haben aber hart gearbeitet, Standardsituationen haben wir intensiv trainiert.
Und das ist belohnt worden heute. Und das kommt wieder ein anderes Game und dann gibt es wieder mal eine andere Situation, aber heute sind wir belohnt worden. Genau, Sie sagen, man hat nicht so mit Ihnen gerechnet. IB zeigt auch heute ein anderes Gesicht als vor der Corona-Pause. Was wäre denn für ein IB gegen Basel nächste Woche und allgemein in den nächsten Spieltagen bis zum Cup? Ja, man muss schon sehen. Also ein bisschen am Boden bleiben jetzt, ein bisschen Demut zeigen, ist schon noch wichtig. Also Basel ist eine starke Mannschaft, habe ich gestern ja selber können schauen. Und Servet müssen wir nicht diskutieren. Also ich glaube, ein bisschen Demut ist jetzt nötig. Wir haben heute Freude. Aber morgen geht es akribisch an Basel und wir werden natürlich auch versuchen, Punkte zu machen.